gibt immer wieder Christen, die fragen sich, ob Gott sie wirklich gebrauchen will. Ob er sie gebrauchen möchte, ob er sie gebrauchen kann. Weil sie nicht über die nötigen Gaben und Fähigkeiten verfügen oder vielleicht es mal versiebt haben, mal versagt haben, mal den Anforderungen nicht gerecht geworden sind und vielleicht, weil sie sich schuldig fühlen oder weil sie einfach den Eindruck haben, sie genügen dem nicht, dem hohen Standard, den Gott setzen wird. Und mal abgesehen von der Geschichte von Petrus, der den Herrn verleugnete und dann von ihm als Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird, eingesetzt wird, finden wir in der Bibel manche interessante Hinweise, wie Gott Menschen, die es versiebt haben oder die eigentlich nicht qualifiziert waren für irgendwelche Aufgaben, von ihm berufen worden sind. Und da möchte ich mit dir gerne mal die Geschichte von Jesaja betrachten. Jesaja 6, die Berufung von Jesaja. Weißt du, Jesaja hat auf einmal eine Vision. Er sieht den Himmel. Er sieht den himmlischen Thronsaal. Er sieht Gott. Und er ist erschüttert. Er ist vollkommen erschüttert von dem, was er sieht. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Jesaja erkannte, weh mir, ich habe unreine Lippen. Wir wissen nicht, was das Problem war, was Jesaja da hatte, aber sein Problem war, was er erkannt hatte, er hat unreine Lippen. Und er wusste, ich bin nicht qualifiziert, Gott zu begegnen. Ich bin nicht qualifiziert, von ihm gesandt zu werden. Ich bin überhaupt gar nicht qualifiziert, denn ich habe unreine Lippen. Wenige Verse später lesen wir, dass Gott eine Frage stellt. Diese Frage war nicht an Jesaja gerichtet. Es war eine Frage wie innerhalb der Dreieinigkeit. Da heißt es, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Jesaja hört diese Frage innerhalb seiner Vision. Und sofort ist seine Reaktion, hier, nimm mich, hier, nimm mich, ich bin bereit, ich, lass mich den Job tun, sende mich. Und weißt du, was interessant ist? Gott sagt nicht, ach Jesaja, das war der Typ mit den unreinen Lippen. Puh, doch, dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht jemand Besseres finden. Er sagt auch nicht, ach der Jesaja, der muss erst nochmal ausgebildet werden, der muss erst nochmal ein Studium machen oder wenigstens auf die Bibelschule gehen oder sowas. Nein, Gott sagt, ja, du hast den Job. Sofort. Ohne irgendwelche weiteren Fragen. Jesaja sagt, nimm mich. Und Gott sagt, jawohl. Weißt du, Gott sagt, wen soll ich senden? Es geht also darum, dass da ein Bote ist. Ein Bote, der etwas weitergibt, weitererzählt. Mit dem Mund Botschaften weitergibt. Und genau das war Jesajas Problem. Er sagt, ich habe unreine Lippen. War vollkommen ungeeignet für diesen Auftrag Gottes. Aber Gott hat das Problem gelöst. Er hat einen Engel gesandt und der Engel hat mit einer glühenden Kohle Jesajas Lippen berührt und das Problem war beseitigt. Und das gilt auch für dich. Gott will das Problem, was dich davon abhält, in deine volle Berufung hineinzugehen, beseitigen. Alles, was er braucht, ist deine Hingabe, deine Bereitschaft, dass du sagst, ja, sende mich. Ja, hier bin ich, gebrauche mich. Es ist zweitrangig, was du an Fähigkeiten, an Können, an Wissen, an Geld, an Gaben hast. Entscheidend ist deine Hingabe und deine Bereitschaft. Und deshalb lade ich dich ein. Sag ja zu dem Auftrag des Herrn. Sag ja zu dem, wo er dich hinsenden will. Sag ja. Schau nicht auf deine Unmöglichkeiten und das, was dich vielleicht disqualifiziert. Das kann der Herr schnell in Ordnung bringen. Entscheidend ist deine Hingabe und deine Bereitschaft. Sag ja zu dem, was der Herr für dich hat. Ich bin absolut sicher,
Er hat viel, viel mehr für dich.